Leute, meine Partnernehmer sind 100 Euro PSN-Cards gerade wieder extrem reduziert. Einfach auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung gehen und die 100 Euro PSN-Card in den Warenkorb tun. Und wenn ihr dann den Code PRUNES nutzt, dann zahlt ihr für die 100 Euro Karte um die 77 Euro. Also das ist ein richtig starker Deal. Also jetzt schnell zugreifen, denn der Deal gilt nur, solange der Vorrat reicht und nur für kurze Zeit. Hey Leute, was geht? PRUNES, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Stilo Nussi und auch heute geht es wieder darum, unser Team aufs nächste Level zu bringen und noch weiter zu verbessern. Und hier haben wir das Team, das wir gerade haben und es ist auf jeden Fall nicht easy, dieses Team zu verbessern. Also es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass ich immer 10, 15 Gegner suchen muss, bis mal irgendeiner kommt, der überhaupt noch Spieler hat, die uns upgraden einfach, weil wir teilweise Team of the Year Karten oder auf vielen Position übertrieben hoch bewertete Icons und alles haben. Also klar, es gibt auf jeder Position noch bessere, aber nicht jeder Gegner hat irgendwie bessere. Aber ich werde auf die Suche gehen, ich werde Gegner suchen, finden, die bessere Spieler haben als wir, die uns upgraden können. Und dann geht es gegen die ran und dann werden wir die hoffentlich besiegen, denn Downgrades wollen wir nicht haben. Wir wollen heute weiter nach oben. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da für Stilo Nussi. Würde mich riesig freuen. Jeder Like ist nicer Support. Wer den Kanal noch abonniert hat, kann das jetzt schnell mit einem Klick machen. Schon verpasst ihr keine Videos mehr. Dann suchen wir mal den ersten Gegner raus. So, hat der Gegner irgendwas dabei, was uns hilft? Direkt! Es bleibt auch, glaube ich, der Einzige. Es ist nur der Keeper, aber es reicht ja. Einer, der uns hilft. Wenn wir den Sieg nach Hause holen, kriegen wir einen 95er Alisson, den besten Keeper im gesamten Game. Dann hätten wir eine Position fertig. Und wenn wir als Verlierer vom Platz gehen, dann müssen wir uns Athenia Future Stars Academy in unsere Mannschaft reinstellen. Es wäre wirklich sehr geil, die Torhüter-Position so komplett abzuschließen. Einfach fertig zu sein damit. Wir haben zwar gerade schon einen guten, aber der neue wäre halt noch besser. Haaland. Testen wir mal, wie gut er wirklich ist. Pelé! Er hat gemoved und wir haben das gerochen. Macht best stark. Jetzt müssen wir alles zumachen. Er könnte theoretisch auch von hier schießen. Die kommen auch immer gefährlich. Hat er auch probiert. Sehr gut. Warte mal, in die Mitte. Stark verteidigt von ihm. Wir kommen irgendwie an die Bälle ran. Wir haben ein bisschen Glück auch schon beim Tor gehabt. Er fällt hin einfach. Ich kann nicht mehr. Das ist ja grandios. Wir sind durch. Was ein Glück. Er wird Keeper wieder moven. Wäre der jetzt auch noch reingegangen? Passt das echt drin, weil das wäre zu viel Glück. Oh, Ronaldinho zieht hier am Gegner vorbei. Machen wir so ein bisschen in den Rückraum. Auf Haaland! Was zur Hölle? Der Gegner zieht durch! Der Gegner zieht durch! Er hat auch einen stabilen Angriff, aber wir haben ihn schon 15 Minuten gut an die Wand geschmissen. Guter FIFA-Spieler, weißt du, den Keeper muft alles drum und dran. Aber er denkt sich, er hat diese Anfangsphase keine Chance, er ist weg. Ja, passt. Das ist ehrlich die erste Position, die jetzt durch ist, die man nicht mehr verbessern, nicht mehr upgraden kann, wo Stand jetzt erstmal wahrscheinlich für eine lange Zeit der Allerbeste steht. Alisson Team of the Year ist drin im Tor. Das ist nochmal ein richtig wilder Rückhalt. Volle Chemie auch direkt. Richtig geile Karte. Das Team wird besser und besser und besser momentan. Es macht einfach nur Spaß, mit denen zu spielen. Wirklich. Er ist auch Joker Bonito. Warte mal. Aber vielleicht gucken wir erstmal, ob er irgendwas hat, was uns hilft. Da irgendeiner dabei? Doch, warte mal, was sehe ich da rechts? Wenn wir gewinnen, dann kriegen wir den Spieler mit einem 93er Rating und das ist Garincha. Den haben wir zwar schon, aber nicht in dieser guten Winter Wildcard Version. Und wenn wir verlieren, dann gibt es leider die ganz normale Basic Hero Version von Yaya Touré. Davis macht das sehr gut. Der Gegner ist ein aggressiver Verteidiger. Man hat das direkt zweieinhalb von drei Minuten schon gemerkt. Okay, das war nicht schlau von mir, aber gut, zum Glück ging er nicht rein. Am Ende war es eigentlich doch schlau, eher den Pass als den Schuss zu verhindern. Garincha, kommt sogar an. Pele gibt den raus. Garincha in den Rückraum. Gib ihn einmal auf Haaland. Der stellt nämlich einfach Körper rein. Dann kann er für den nichts machen. Maldini. Okay, wir müssen das echt besser machen, wenn er so aggressiv raufrennt. Oha! Warte mal. Also ein echtes ist rot, sage ich ehrlich. Und dann wäre Game Over eigentlich schon. Dann wäre es vielleicht sogar ein Quit. Nein, kriegt nicht rot. Gelb anscheinend oder gar nichts, keine Ahnung. Korrekt ist korrekt, Chiri. Korrekt ist korrekt. Was ein Fehler. Wie kann ich den nicht treffen? Wie kann ich da am Ball vorbeigrätschen? Kurzer Eck vielleicht. Hehe. Nice, Ronaldinho. Und ja, einfach an ihm vorbei. Da nochmal vorbei. Dann gehen wir hier in die Mitte, gehen hier vorbei. Jetzt wird er ran an mich gehen. Dann kann ich da in die Mitte gehen. Er verteidigt echt
zu aggressiv, viel zu aggressiv. Das müssen wir aber jetzt nutzen. Der nächste muss drin sein. Er wird jetzt aggressiv raufrennen, genau. Wir auch. Dann kann ich dahin, dahin. Hier oben steht der. Ich muss ihn auf Haaland kriegen. Zack, vorbei und ab in den Winkel. Wie gut. Und damit geht auch der Gegner raus. 2 von 2 Gegner, die sehr früh gequittet sind. Er hatte sogar auch wieder gute Chancen. Genau wie der Gegner vorhin. Aber das Gute ist halt, dass ich es immer hinbekomme, dass auch wenn die Gegner gute Chancen haben, die Bälle nicht reingehen. Ja, und so geben die dann auf. Das ist wirklich ein cooles Upgrade. Garinch haben wir schon so lange. Ich glaube, er war die erste Icon, die wir bekommen haben. Seit Episode 3 gefühlt skillen wir mit ihm rum, haben Spaß und der ist so gut. Und dass wir ihn jetzt nicht mal richtig verlieren, sondern gegen eine bessere, aktuellere Version von ihm upgraden, das hat was. Ich habe diese Winter Wildcard Version von Garincha auch noch gar nicht benutzt. Kein einziges Mal. Ich glaube, ich habe Garincha auch die normale Version nur bei Stilo Nosti benutzt. Dann außerhalb davon gefühlt nie. Und den ja auch noch gar nicht. Der kann jetzt auch zu einem richtigen Stilo Nosti Spieler werden. Sehr geil. So, was geht jetzt? Was hat er für ein Team? Geliehen, 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 geliehen. Viel geliehen, was ist nicht geliehen? Ich muss mal immer überprüfen, was hier, ob hier irgendwas möglich ist. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann wird der letzte Spieler, der bisher noch kein 90er Rating hat, hochgehoben, auch auf eine 90 mit Zanetti. Und wenn wir verlieren, gibt es auch ein 90er Rating. Der Unterschied ist hier natürlich nur, dass die 90 auf der Position uns gut runterdrückt. Das ist Claudia Pina, die wir dann kriegen. Oh, 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 oh. Das war lucky, dass das kein Foul war. Wird mir gar nicht schmecken, wenn ich denke, Gegner! Nein, das schmeckt aber auch nicht, wenn der Scorpion Kick so krass gehalten wird. Was? Pelé? Oha! Er wirft einfach den Gegner weg. Das ist crazy. Boah, wie viel Platz in der Mitte. Bruno. Dann halt als Assist vielleicht von Bruno. Der neue Garincha, was ist das denn? Nee, 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 mach den. Okay, hat mich extrem rasiert. Boah, wie gut war das geblockt. Guck mal, aber unsere Verteidigung ist halt auch mächtig, ne? Also ich bin jetzt auch nicht schlecht, aber die Spieler machen es einem schon einfach, das da hinten krass wegzuverteidigen. Blocken einfach Schüsse und durch den Block klebt der Ball am Fuß. Das wird jetzt nicht einfach, das zu verteidigen. Warte mal! Das war ja ganz crazy. Was ein Pass schon wieder. Die Pässe bei ihm, die funktionieren auf jeden Fall leider. 2 Tore-Unterschied werden schon noch unangenehmer. Ja, okay, was träumt er jetzt aber? Der Versuch war richtig lost von ihm gerade, aber er kriegt wenigstens Versuche. Wieso kriege ich keine Chancen? Okay, das ist eklig. Oh, das ist maximal eklig. Na, hässlichste Tor in FIFA oder in EAFC wahrscheinlich, aber gut. Komm, oh mein Gott. Zack, zack. Okay, das ist jetzt ein cleaner, guter Angriff. Zu viel, die Flanke sollte den Lauf, er sollte... Zu kompliziert, ich mach's jetzt simpel. Du stehst frei, du stehst frei. Was hat er getan? Spaß, war alles Teil des Plans. Nein, wie rettet er den denn noch? Nee. Ja. Nee. Ja. Unten lang. Sehr gut. Kann nicht sein, dass wir nichts reinbekommen. Das ist richtig schwach. Was macht der? Oh, gut geblockt. Pelé, nimm die Beine mal richtig in die Hand. Warte, das Ding wird's jetzt. Oh, er nimmt die Beine gar nicht in die Hand. Das kann doch nicht sein. Sehr gut. Pelé, ich hab Vertrauen. Nee, 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 nee. Das sind einfach diese typischen Matches, die man verliert. Nein. Er spielt in die Mitte, oder? Nein, das ist abseits wenigstens irgendwas. Theos hat irgendwas vor hier. Noch nicht zu aggressiv. Raufgehen, sehr gut. Warte, warte, warte. Jetzt bitte lauft. Lauft. Das ist die Chance. Ronaldinho. Nein, das ist abseits, oder? Ist nicht abseits. Okay, Haaland. Haaland. Was? In 10 von 10 Fällen mache ich den. Ne, heute nicht. Das gibt's nicht. Was ist das für eine Annahme, Mann? Ne, ne, 90. Ne, ne, ne. Unten, Torwart, unten. 91. Ey, ich kann nicht mehr. Ey, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Eigentlich habe ich damit geredet, dass wir safe gewinnen, aber ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, 91. welche oder Nachspielzeit werde ich das irgendwie verlieren. Ich bin geschockt, wirklich, ich bin geschockt. Es war auch nicht gut von mir vom Tor. Ich bin geschockt. Unsere erste Niederlage seit, keine Ahnung, 20 Matches gefühlt. Dennoch so eine unnötige, weißt du, hat man einen richtig guten Gegner gehabt. Ich war einfach richtig schlecht vorne oder generell. Ich bin geschockt, wie konnte das mit Haaland nicht funktionieren da? In 9 von 10 Fällen. Ballroller, Keeper vorbei, ab ins leere Tor.
Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und der Mann, der uns verlässt, ist Ronaldinho. Ich meine, gut, damals, als wir ihn bekommen haben, war es noch der beste Ronaldinho. Inzwischen hat er einen Thunderstrike, einen Future Star. Die hätte ich sowieso lieber. Aber trotzdem bockt das nicht. Wir machen mit dir sogar eine Formationsänderung. Ich will noch offensiver stehen. Ich weiß nicht. Also, mir persönlich mache ich momentan gerade nicht genügend Tore irgendwie für meine Verhältnisse. Erst recht auch in dem Spiel gerade mit 4 Leuten vorne sollte sich das ändern. Hinten kassieren wir sowieso immer was, obwohl wir meistens das meiste so gut wegverteidigen. Aber ich glaube, dementsprechend wird diese Formation uns schon helfen. Und dann können wir hier auch irgendwann, weil das wäre bei der anderen Formation gar nicht gegangen, Future Star Ronaldinho und ein paar andere einbauen. Es gibt so einige Spieler, die können nur linker Flügel und ZOM. Und das hätten wir beides bei der Formation eben nicht gehabt. So, jetzt kann theoretisch jeder in das Team eingebaut werden von den allerbesten Karten. Deswegen ist es auch wichtig sogar, dass wir die Formation hier in dem Fall switchen. Und ja, dann haben wir jetzt noch ein Game vor uns. Mal gucken, ja, was da so geht. Ich sage ernst, ich bin auch richtig genervt von der Niederlage. Immerhin haben wir noch ein weiteres Game, dadurch, dass die ersten beiden Gegner sehr früh gequittet sind, um hier noch Schadensbegrenzung zu betreiben. Oh yes, das können wir definitiv tun. Ich habe mich zwar vorhin beschwert gegen Leute, über Leute, die früh gequittet sind, aber ich war noch mal im frühen Quitt als noch eine Niederlage. Also 2 nacheinander würde ich, glaube ich, nicht verkraften hier. Würde unser Team halt auch nicht verkraften. Flankt er oder spielt er kurz? Ah, nee, das ist nix. Und Garincha. Macht er sehr stark. Warte mal, ein guter Move jetzt. Nein. Wir haben ein Tempo verloren! Ich weiß nicht, ob Ronaldinho den gemacht hätte. Was ist denn mit ihr los? Was ist das für ein geiler Ball? Warte mal, Garincha scheint Meter zu machen. Aber der Ball ist viel besser als gedacht erstmal. Hierhin, dahin. Nochmal hierhin. Da steht einer. Wie gut kommen die Pässe alle? Hör, das ist crazy. Pelé, jetzt Schuss, kurzes Eck. Nice, Mann. Und das, ja, da ist vielleicht wieder der frühe Quitt. Ich war geschockt gerade, weil Pelé den Nachschuss am Pfosten gesetzt hat. Jo. Okay, wir haben 3 Gegner gehabt, die recht früh gequittet sind. Und einen, der durchgezogen hat und uns irgendwie besiegt hat. Naja. Gibt nochmal ein sehr, sehr geiles Upgrade hier für uns. Damit hat der Garincha sich gar nicht lange gehalten. Der davor irgendwie 30 Matches, eher nicht mal 3 Partien. Ja, 93er Garincha geht schon wieder weg. Also wir hätten Messi auch in den Sturm stellen können. Aber dort ist halt ein Spieler, der besser als Garincha ist. Falls wir irgendwann einen anderen Spieler auf dem rechten Flügel kriegen, der eine 97 hat und dann immer noch Pelé im Sturm ist, dann rutscht Messi dahin und dann fliegt Pelé halt raus. Aber Stand jetzt sieht das Team so aus. Jetzt kann ich hier langsam auch mal tauschen. Ja, doch. Also wir sind auf jeden Fall vorangekommen heute. Auch wenn dieses eine Downgrade natürlich nervt, aber das ist fast wieder ausgeglichen, würde ich sagen, durch einen Lionel Messi Team of the Year. Ein Mann, der gefühlt 10 Millionen Coins kostet, absolut Qualität hat. Das ist schon fresh, das ist geil. Das war's dann von der Folge Steel und Nuss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Serie feiert. Jeder Like ist nice Support. Abonniert auch gerne den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, es gibt immer wieder Leute, die es noch nicht getan haben, checkt gerne auch, ob ihr es schon getan habt. Manche wissen gar nicht, dass sie noch nicht abonniert haben. Einfach einmal klicken, sonst werden vielleicht die Videos irgendwann nicht mehr angezeigt, weil YouTube nicht mehr gönnt. Wer weiß, wer weiß. Ich bin raus, macht's gut, ciao.